Herr Jotzo, Ihr Buch heißt Loslassen für Führungskräfte. Warum loslassen? Die Anforderungen, die heutzutage an Führung, an Unternehmen gestellt werden, wachsen von Jahr zu Jahr. Und die Möglichkeiten, um Wachstum, um bessere Ergebnisse als im Vorjahr zu erzielen, sind immens. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Projekten, an Aufgaben, die Führungskräfte mit ihren Teams angehen können. Die Frage ist, welche Projekte bringen am meisten, sind am wertvollsten für das Unternehmen? Und alle anderen Aufgaben gilt es loszulassen. Von Führungskräften erwartet man aber doch, dass sie die Zügel fest im Griff haben. Ganz genau, die sollen die Zügel fest im Griff haben. Aber die richtigen Zügel. Wenn ich auf allen Hochzeiten tanze, werde ich nicht so erfolgreich sein, wenn ich mir genau aussuche, was sind diejenigen, die uns am meisten bringen. Wie hilft Loslassen, diese Ziele zu erreichen? Führungskräfte sind meistens sehr ehrgeizig und sehr zielorientiert. Wenn sie mit diesem Ehrgeiz alles machen und vor allem auch häufig alles selbst machen, dann kommen sie nicht zu den Aufgaben, für die sie als Chef zuständig sind. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu überlegen, was mache ich als Chef, nämlich die Chefsachen und alle anderen Sachen gar nicht zu tun, um an die Mitarbeiter weiterzugeben. Warum fällt es Führungskräften so schwer, sich nur auf Chefsachen zu fokussieren und alles andere konsequent loszulassen? Führungskräfte sind kompetent und die könnten überall mitreden. Die hätten auch überall gute Ideen. Aber das ist ja gerade das Entscheidende. Die Kapazität der Führungskräfte reicht nicht aus, um überall mitzuarbeiten. Das heißt, es ist ganz entscheidend, sich auf Chefsachen zu konzentrieren und mit einem weinenden Auge sozusagen Nein zu sagen und diese Aufgabe von anderen, nämlich den Mitarbeitern, bearbeiten zu lassen. Wie kann man denn konkret seine Loslassen-Kompetenz stärken? Es gibt drei Bereiche, die wichtig sind zum Loslassen. Das eine ist, sich zu fokussieren, Nein zu sagen zu anderen Tätigkeiten und ein Klima zu schaffen, in dem es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Denn Fehler gehören dazu, wir machen täglich Fehler. Wenn ich nun aber mehr Aufgaben meinen Mitarbeitern gebe und selber weniger mache, dann gehört dazu auch zuzulassen, dass die Mitarbeiter hier und da eben Fehler machen, weil sie es zum ersten Mal machen. Und wenn ich so ein Klima schaffe, in dem Feedback, kritisches Feedback in Ordnung ist, in dem Fehler gemacht werden dürfen, das ist ein Klima, in dem Loslassen gedeiht und Mitarbeiter mit ihren Kompetenzen sich entfalten können.